Leute, es sind schon 27 Grad. Zum Glück ist der Großteil des Weges im Schatten. Ich bin gespannt, später gibt es gute Sonnenabschnitte. Mal gucken, wie ich mich da schlage. Ja, blöd, ne? Da der Elbwanderweg gesperrt ist. Geht jetzt mal kurz eben hier hoch auf die Elbchaussee. Erledigt. War schlimmer als es aussah, anstrengend ist es trotzdem. So, die Hälfte des Weges ist geschafft. Leider Gottes ist die komplette Gastronomie geschlossen und ich habe kein Essen dabei, weil meine Frau ja noch nachkommt und alles mitbringt. Mal gucken, ob ich irgendwann später noch was zu essen finde, bevor ich ankomme. Der Hunger zwingt mich, ein Päuschen einzulegen. Ich sitze hier bei Dilsen Döns an der Elbe. Ich werde jetzt gleich mal mein Mittagessen zu mir nehmen, um die restlichen 5 Kilometer zu bestreiten. Frisch gestärkt geht's weiter. Ich bin jetzt auf Höhe Airbus. Noch ungefähr 5 Kilometer bis zum Elbecamp. Es wird immer wärmer. Aber müssen wir durch, ne? Also die letzten 10 Minuten waren purer Sonnenschein, ziemlich fies, trotz der frischen Brise hier an der Elbe läuft mir der Schweiß in Strömen. 13 Kilo Gepäck und knalle Sonne, ja, die Mittagspause hat mich im Zeitplan ein bisschen zurückgeworfen, weswegen ich jetzt hier in die Hitze gerate, aber es sind nur noch 3 Kilometer und ich glaube, die sind zu schaffen. Die letzten 10 Minuten, 20 Minuten. Knalle Sonne, kein Fitzel Schatten, kaum eine frische Brise. Es fühlt sich gerade so an, als würde ich durch einen Backofen spazieren und ich sehe gerade vor mir den nächsten großen Abschnitt mit Sonne. Normalerweise freue ich mich über Sonne, aber in diesem Fall nicht. Die 13 Kilo auf dem Rücken machen sich jedoch sehr stark bemerkbar. Aber fast geschafft, ich glaube. Knappe 1,3 Kilometer, dann haben wir es.